Warst du da? Du warst in Italien im Urlaub. Ich habe in Italien Urlaub gemacht. Willst du mal Urlaubsfotos sehen? Hast du welche mitgebracht? Ja, ich habe Urlaubsfotos dabei. Nein! Doch, die wollte ich auf gestern schon zeigen. Ach, richtig, und da kamen wir ja nicht dazu. Ja, aber jetzt. Aus Italien. Wo in Italien? An der Adria, in der Nähe von Venedig. Ein Traum. In der Nähe von Venedig. In der Nähe von Venedig. Wie ist Venedig im Sommer? Heiß. Heiß. Voll? Ja, aber nicht so voll, wie manche sagen. Also es ging. Aber nicht so voll, wie manche sagen. Nein, weil es manche stinkt doch. Viele sagen ja, es stinkt da, es stinkt gar nicht. Überhaupt nicht? Nein. Es soll in Venedig stinken? Naja, nach fauligem Wasser, aber es stinkt gar nicht. Wieso? Denn das gehört ja auch mit dazu, das ist ein bisschen Flair, ein bisschen Atmosphäre. Es stinkt gar nicht. Ich habe gehört, die beste Zeit für Venedig sei der November. Ja, aber das ist so ein kitschiger Haarnebel, das ist doch Quatsch, da sieht man da nichts. Also, im Sommer nach Venedig? Ja, gut, naja, da ist die Biennale, also das ist ganz toll. Das wäre natürlich wieder ein Grund hinzufahren, die Biennale. Ich war auch auf der Biennale. Willst du mal ein Foto sehen? Ja, zeig mal. Was ist das eigentlich? Das ist diese Kunstmesse, diese große. Ja, genau. Das ist, das ist der deutsche Pavillon. Und, wo? Das ist, bitte? Wie? Das ist in Biennale? Das ist in der Biennale. Das ist der deutsche. Da gibt's ja, aber zeig doch mal die Bilder. Ich meine, diese Bilder. Ja, das ist kein Bild. Da hängen auch keine Bilder. Heutzutage hängen wir auch keine Bilder mehr auf. Da ist ein Haus drin. Das war nur eine Tür jetzt. Ja, das ist von außen, ja. Ja, da muss man reingehen und dann sieht man in dem Haus aber auch ein Haus von Gregor Schneider. Da hat er den goldenen... Ja, da kann ich doch zur Musterhausbesichtigung nach Kalkscheuren fahren. Nein. Im Haus ein Haus sehe. Ja. Das ist diese Kunstausstellung? Nein, da gibt es ja ganz viele Pavillons. Venezuela hat einen und Brasilien und Belgien und Spanien und Italien. Und das ist der deutsche Pavillon. Und da wurden früher auch Bilder ausgestellt, aber jetzt ist da andere Kunst drin. Installationen. Ist eine Installation, ist eine Installation. Das ist so Badewanne und so in der Richtung Fett und alte Hier, Kabel. Das ist auch in Venedig, da hat es geregnet. Zeig mal. Das ist aber doch schön. Es hat was. Was ist das für ein Brunnen? Hat er so einen Namen? Ja, das ist der Brunnen am, da oben steht, wie der Platz heißt. Da oben steht, wie der Platz heißt. Campo San Cassan. Ja, Campo San Cassan. Der ist bekannt. Das sind die Stühle, da sitzen natürlich normalerweise Leute, wenn da nicht Regen ist, oder? Ja, ich habe da ja auch gesessen. Während des Regens? Ja, das war so überdacht, das war ganz schön. Tropft es einem da nicht so irgendwie aufs Essen oder so von dieser Abläufe von den Markisen? Nö. Heißt doch Markisen? Nee, das war davor, lief das runter. Man konnte da sehr trocken sitzen. Das war schön. Das sieht schön aus. Und wie heißt der Platz Casana? Bitte? Platz Casana, weil ich war häufig mal in Venedig, möchte ich nächstes Mal auch mal hin. Platz Casana. Platze oder Piazza? Campo. Campo San Cassan. C-A-S-S-A-N. Campo San Cassan. Und guck mal, hier ist eine Gondel. Das ist also der Vorderteil. Da fahren wir gerade unter einer Brücke durch. Oh, das ist ja toll. Und das ist jetzt ganz interessant. Da gibt es ein Schild, da dürfen nur Gondeln fahren. Dafür ist es ja Venedig berühmt. Ja. Singt der Gondoliere auch? Nee, das muss man extra bestellen. Aha. Ja. Das ist ja wie bei Premiere World. Wo man vorher schon anruft und sagt... Nee, man kann das, also die Gondelfahrt kostet ungefähr 120 Mark. Und das dann, geht. Für wie viele Personen? Für 4 Personen. Wie lange? 40 Minuten. Naja, ist auch nicht gerade billig. Nee, natürlich nicht. 120 Mark für 40 Minuten. Ja. Und aber auch was ganz Schlimmes habe ich aber auch gesehen. Und zwar in einem Supermarkt. Ich wollte halt gucken, ob es da einen schicken Chianti gibt oder einen Pinot Grigio so zum Mitnehmen. Oder einen schönen Suave. Ja, oder einen schönen... Oder einen herben Weißen, wie wir immer bestellen, der Kneipe. Ja, ohne viel Säure. Und da habe ich was ganz, das steht da wirklich meterweise in den Regalen. Hier, so Wein steht da. Da war ich echt geschockt. Ja, ist wirklich wahr. Moment mal. Ja, also ich war echt geschockt. Das gibt's ja nicht. Ja, da steht auch weder drauf, von was für ein Jahr oder was das für ein Wein ist. Da steht einfach nur Führerwein und der Führer. Und Führerwein? Ja. In Norditalien, also es ist echt unglaublich. Ja, das sind doch unsere Freunde, unsere Partner, unsere demokratischen Verbündeten. Also ich habe auch die ganze Zeit mich gefragt, warum das nicht verboten ist. Aber ja, was heißt denn Führerwein? Hast du mal probiert? Nee, natürlich nicht. Ja, wieso? Ich meine, nur wenn jemand Führerwein, das ist ja eine weiterreichende Frage. Ist jemand ein Nazi, wenn er Führerwein trinkt? Ich wusste nicht, dass es Führerwein gibt. Es ist eigentlich skandalös und empörend, auch ja den Führer oder Hitler. Überhaupt mit Alkohol in Verbindung zu bringen. Nein, weil das ist ja sozusagen doppelt schädlich. Also. Ja. Das gibt's ja nicht. Ja, aber der.
War das ein spezieller Supermarkt? Nein, ganz normal. Da gab es irgendwie Gemüse, Obst. Hast du Menschen gesehen, die das gekauft haben? Nein. Also auch die Autoren haben gesagt, warum hast du nicht einen mitgebracht? Aber mir war das zu peinlich, an der Kasse mit dem Führerwein zu stehen. Naja, also... Du hättest dir einen gekauft? Weiß es nicht, aber... Natürlich, da gab es auch noch andere Weine. Das ist natürlich komisch, wenn du... Mich hätte mal interessiert, wie der schmeckt. Ja, weiß ich nicht. Hier, also mit Eva Braun gab es den noch. Und auch mit anderen Motiven. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ja. Also das ist aber, glaube ich, verboten. Das darf man in Deutschland gar nicht sagen oder schreiben. Ja, zu Recht, und das ist natürlich. Also wirklich, ich kann das ja auch noch zu Beweis. Also das war, ich bin da nicht hingefahren und habe das der ganze... Also hier gibt es auch, Che-Wein, ne? Ach, also insofern, das zeigst du wieder jetzt. Ja, das heißt doch, natürlich, die ganze politische Palette an Alkoholikern wird bedient. Ja, aber jetzt guck dir mal die ganze Wand an. Also da ist so ein bisschen Che. Und was ist denn neben dem Che-Wein? Kann man das auch erkennen? Da ist, glaube ich, so ein Schäferhund, da steht auch was Böses drunter. Was denn? Von Vin Pada. Und was ist das unten für Wein, im unteren Regal? Da drunter. Nochmal wieder Hitler, oder? Nein. Ja, das ist Sieg Heil-Wein. Sieg Heil-Wein? Sieg Heil ist aber mit Sicherheit verboten. Ja, das ist alles verboten bei uns. Du kannst doch nicht hier bei uns Führerwein kaufen. Der heißt anders. Ja. Was ich nicht begreife. Was ich nicht begreife, ist, Italien ist doch EU, demokratisch, genau wie Türkei. Und Türkei Griechenland ist doch nicht in der EU. Nee, aber Beitrittsland, also Kandidat. Auch nicht Kandidat. Wieso? Nein, Kandidat sind so Slowenien und Litauen. Polen und so weiter, ja. Aber die Türkei ist... Das heißt, wenn ich in der EU frei reise, kann ich doch ohne Grenzkontrolle mittlerweile alles mitnehmen, was es überall zu kaufen gibt. Ja, klar. Und das ist ein offener Supermarkt? Ja, natürlich, das ist ein ganz normaler Supermarkt. Das ist auch, da steht nicht drüber jetzt... Das ist aber schon rechter sehr Supermarkt, merkwürdig. Oder? Ich hoffe, du kommst aus dem Urlaub zurück und die Nachbarn sehen, wie du Führerwein aus dem Auto lädst. Ja, weiß das unsere Bundesregierung? Ja, ich hoffe, sie wird jetzt aufgerüttelt. Ich finde das schlimm. Findest du das nicht auch schlimm? Dass man in Italien einfach Führerwein kaufen kann? Ja, ich begreife es überhaupt nicht, wer da angesprochen werden soll. Also ich meine, Weinkenner oder Verehrer eines untergegangenen Regimes? Wahrscheinlich. Wissen Sie es? Stellen Sie mal das Glas ab, bitte. Noch mehr Urlaubsfotos von dir? Naja, das war's. Also ich kann noch kurz hier, ich habe hier noch entdeckt, das ist zum Beispiel sowas, was du nee, lass mich nicht ausreden lassen. Ich wollte sagen, noch mehr Urlaubsfotos auf unserer Homepage. Ach so, ja, genau. Ja. Nee, stimmt. Aber zeig mir das eine noch. Zeig es doch noch. Also hier, sowas steht zum Beispiel auf der Biennale. Das ist jetzt von Ron Mück. Der ist 5 Meter groß, der Junge. Also da oben ist das Dach, ja, und der ist 5 Meter groß. Da hängen keine Bilder, sowas steht da. Ist das eine Figur? Ja. Faszinierend, ne? Das ist großartig. Das ist natürlich eine ungeheure Palette zwischen Führerwein und solchen Installationen. Ich glaube, dass Hitler gar keinen Alkohol getrunken hat. Ja. Ich habe mal ein wissenschaftliches Buch gelesen und da stand drin, Hitler... Da waren die Krankheiten von Hitler analysiert. Hätte sich so viel Zucker in den Tee gegeben, in die Tasse, dass kein Tee mehr reingepasst hat. Und alle saßen drumherum und keiner hat sich getraut zu sagen, mein Führer, passt kein Tee mehr rein. Das ist ja nicht zum Taufen, diese Brühe. Okay. Das wird für Gesprächsstoff sorgen, diese Fotos. Ja, hoffentlich wird das verboten, auch in Italien. Wir können uns nicht in die inneren Angelegenheiten von italienischen Supermärkten einmischen. Nein. Ist ja nicht Österreich. So.